Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Final Fantasy VII Rebirth hier auf meinem YouTube-Kanal. Es ist vollbracht, Leute. So, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, die hat ja damit geendet, dass ich gegen Odin mal wieder in den Staub geschickt wurde. So, danach habe ich es noch einmal versucht, allerdings ohne Aufnahme. Und bei dem Versuch hat es dann endlich geklappt. Gott sei Dank. So. Wo ist er? Hier ist er. Odin. So. Zack. Nehmen wir. Alter Bratende. Was haben die hier? Shiva, Ramu, Leviathan. Okay. Shiva, ja, Ramu. Gut, Leviathan habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so oft, ne? Hier, du kannst mal Kujata bekommen, so. Gut. Boah, was ein Akt, ey. Unglaublich. Dann geht's jetzt mit der Hauptstory weiter, sobald ich hier oben... einmal... Achso, jetzt direkt zum kleinen... Na ja, gut. Egal. So. Ah, da seid ihr ja. Lass mich mal ans Funkgerät. Sorry, nicht das neueste Modell. Kommt mir entgegen. Gut, wiederhole. Zone 7, 205, 246. Ja, genau. Der nördliche Kontinent. Roger. Position ist an alle Einheiten übermittelt. Ich hab ein wenig nachgeforscht. Dieser Schlüsselsteinfluch. Da scheint ziemlich was dran zu sein. Wer ihn benutzt, hat sein Leben verwirkt. Nein. Es heißt lediglich, dass die mit ihm in den Tempel gingen, nie zurückgekehrt sind. Das ist doch das Gleiche! Und trotzdem schickt der Direktor uns einfach dahin! Sind wir dem völlig egal? Er selbst kommt auch mit. Soll verstehen, wer will. Ein Mann ohne Furcht, was? Ein Mann ohne Furcht? Ein Mann ohne Skrupel ist das! Nicht, dass ich solche Typen hasse, aber... Es geht los. Wir fliegen voraus und bereiten alles vor. Verstanden. Die Turks wollen zum nördlichen Kontinent. Ah, wird turbulent. Schaffst du das? Na klar. Mit links und verbundenen Augen. Und sind die Flügel auch gestutzt? Die Bronco wird sich tapfer durch die Wellen kämpfen. Das heißt dann wohl wieder Schaukelpartie. Vermutlich. Na, das Leben ist halt eine Achterbahnfahrt, was? Shinra hat Armee und Turks mobilisiert. Macht euch besser auf was gefasst. Jeeha! Okay. Gäste, hier spricht Ihr Kapitän. Wir fahren nun aufs offene Meer. Bitte rechnen Sie mit plötzlichem Schaukeln und Schwanken. Schiff ahoi! Muss das sein? Die Bronco ist ein Kleinflugzeug. Für hohen Wellengang ist sie nicht gemacht. Also Augen zu und durch! Aha. Ist das hier die Costa del Sol? Sieht so aus, ne? Yep. Achso, der Schatz des Piratenkönigs, ja. Drauf geschissen.
Muss ich wohl hier links lang? Alter, what's the shit? Okay. Das, Freunde der Sonne, kann noch ein bisschen dauern. Oh, Moment, ist hier irgendwas? Gut, ich würde mal sagen, ich mache hier mal, oder mache ich? Halt, Moment, was ist hier? Was ist das hier? Ich wollte gerade einen kurzen Cut machen, aber... So wie ich das hier sehe... Was ist das da? Die geheime Piratengrotte. Okay. Okay, was bist du für einer? Kann ich schaden. Wirksamen Wind, okay. Wechselt im Kampf zwischen einem entladenen und einem aufgeladenen Modus. Letzterer kann durch starke Angriffe, die seine elementaren Schwächen ausnutzen, induziert werden. Wird er im aufgeladenen Modus attackiert, setzt er elektrische Schläge frei, die den Angreifer unter Schock setzen. Okay. Und gegen was war der? Gegen Wind. Aua. Alter. Hatte er nicht auf Vita? So, hier Regener auf Cloud. Tosender Wind. Ziemlich schwach. Aua, aua, aua. Kein Problem. Alter. Es ist vorbei. Das war's. Tosender Wind. Jetzt. Na also, geht doch. So, dann lassen wir uns mal ein bisschen Zeit, denn ich will Odin beschwören. So, Moment, Magie... Regina auf Tiefer. Ach komm. Oh, Moment. Es ist vorbei. Wir holen Odin. So, kaiserliche Macht. Schwingt der Arm die Waffe und mäht Gegner nieder. Aha. Sehr gut. Aua! So, Esper-Fertigkeiten, Rat des, was? Des Fegefeuers. Bäums. Engel. Hallo, ich würde mich gerne bewegen. Danke.
Sag mal, ruf das Ding. Piratenrelikte Gamma. Entschuldigung, Aerith, aber du musst gleich wieder runter. Genauso wie du, Yuffie. Oh, Tifa ist gleich unten geblieben. Auch schön. So, jetzt geht's weiter. Kann's losgehen? Yep. Alle Klärchen. So, dann machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut, bis ich entweder am nördlichen Kontinent angekommen bin oder bis irgendwas Tolles passiert. Gleich sind wir da. Schon aufgeregt. Freuen Sie sich nicht zu früh. Ich fürchte, dieser Tempel ist nicht das verheißene Land. Ach ja? Und was ist er dann? Der Ankunftsort des Propheten. Ein Geschenk an die Gläubigen. Ein monumentaler Wendepunkt in der Geschichte. Doch der Tempel ist nur die Bühne dafür. Keinesfalls mehr. Ziel lokalisiert. Sicher, dass wir hier richtig sind? Mal sehen. Seht doch! Ja, ja. Okay, Matrosen, hisst die Segel! Wir haben doch gar keine Segel! Und außerdem sind wir keine Matrosen! Spiel doch mal mit, Mädel! Dann Luken schließen und gut festhalten, bitte! Ei, ei, Sir! Okay, da ist der Tempel aufgetaucht. Es wird spannend. So, Moment, wo, wie lang? Hier fahren wir mal links vorbei. Sind das hier Steine oder? Oh ja, Steine. Keine Kisten, okay. Behaupte jetzt mal, ich muss hier weiter, ne? Otter? Ah, das sieht gut aus. Jawohl, da ist eine Landestelle. Hallo? Und einmal anlegen, bitte. Du kannst danach nicht mehr zurückkehren. Moment. Nein. Dann möchte ich erst noch mal kurz einen neuen Speicherstand anlegen. So. Jetzt können wir an Land gehen. Ja. Ich spüre große Anspannung. Die Kleine hat ziemlich gelitten. Sie braucht ein paar Streicheleinheiten. Geht schon mal vor. Bist du dir sicher? Ich kann auf mich aufpassen.
Okay. Schnellreisen zurzeit nicht möglich. Wer hätte es gedacht? Zack, 2 Megatränke. Nehmen wir. Einmal ausruhen. Kann auch nicht schaden. So, was? Hallo. Ich möchte bitte. Danke. Nur 20. Okay. Aerith hat 100. Ordentlich. Yes. Codex Stufe 8. Yo. Alter. Heiliger Fokus. Akkumuliert Magie und mächtige magische Angriffe zu fesseln. Aha. Okay. Nice. Verlängert die Erscheinungsdauer des Magiekreises. Erhöht den Schaden von Sturm. Nehmen wir mal Dittel. So. Erhöht im Kampf gespendete TP-Heileffekte. Erhöht das MP-Maximum um 3. Also 3 ist halt... Erhöht die MP-Absorption durch Subspirit. Meinetwegen. Aerith verzaubert den... für einen Distanzangriff. Okay. Aerith und Yuffie sharing... Also, zeitlich begrenzte dritte ATB-Einheit. Jo. Was ist das hier? Füllt die Limitleisten aller Gefährten außer der eigenen vollständig auf. Okay. Gib her das Ding. Limite der Stufe 3. Schon nice. Barret und Aerith greifen stilvoll aus der Distanz an. Stilvoll. Stilvoll ist gut. So, nehmen wir erstmal. Yuffie. 20, 20. Hier, Barret hat noch 65. Oh Gott, warte. Wie kommen wir hier am besten hin? Loot Bazooka. Was haben wir hier? Barret und Yuffie kombinieren ihre Distanzangriffe. Ah, doch, komm. Nehmen wir mal das. Aha. Dann TP-Maximum um 200. So. Und jetzt habe ich leider nichts mehr dafür. Dezimiert den Gegner mit Lichtstrahlen aus der Stratosphäre. Oh, der Satellitenstrahl. Yo. Geil. Boah. Der war, also den fand ich im Original schon fett. Benötigte Gruppenstufe 9. Alter. Oh, Red 13 hat auch 75 Punkte. Nun. Was haben wir hier? Die magische Abwehr um 35. Meinetwegen. Benötigt die MP-Regeneration. TP Maximum 200. Jo. Ja. Oh, das könnte reichen. Vergeltung. Nein! Verdammt. Okay, die restlichen behalten wir erstmal. Gut. Ah. Dann schauen wir mal. Weiter geht's hier. Auf dem nördlichen Kontinent. Zack, was haben wir? Oh, hier ist noch was zum Einsammeln. Habe ich hier eine tolle Map? Ja, also außer dem Tempel sehe ich da jetzt erstmal nichts. Er nimmt erstmal gut 3/4 der ganzen Karte ein. So, sammeln wir erstmal alles, was hier so irgendwo rumoxidiert. Wer weiß, wann wir das wieder zu sehen bekommen. Es nee, wird ja irgendwie ein New Game Plus oder sowas geben, keine Frage. Aber trotzdem. So, Lucke. Was ist Lucke? Keine Ahnung, Alter. Oh oh. Jetzt geht's ab. Der Tempel. Ganz schöne Baumeister. Die vom alten Volk. Korrekt wäre Zetra.
wirklich? Der Planet gebärt uns. Er redet mit uns. Und öffnet sich uns. Auf dass wir eingehen in das verheißene Land. Wo uns auf alle Zeit größtes Glück beschieden sein wird. Das ist nicht das verheißene Land. Schließlich gibt es hier Trauer. Und auch Zorn. Ein Zeichen? Okay. Dann wollen wir mal. So, was ist das hier für ein Symbol? Achso, da war der Schlüsselstein drin. Jo. Altar des Schlüsselsteins. Yep. Da steht's auch nochmal für Dumpfbacken wie mich. Megaspray. So. Und Shinra ist natürlich auch da, ist klar. Diese gierigen Schweine. Okay. Kann ich mich da durchschleichen oder wie ist das? Oder muss ich hier Tabula Rasa machen? Anscheinend Tabula Rasa. Na gut. Oder warte, habe ich die schon mal? Ne. Gardist der Spezialeinheit. Feuer, weiche aus, wenn er im Nahkampf mit dem Gewehrkolben zuschlägt. Rang 2 Soldat, okay. Oh, what? Wo kommen denn die Elite-Grenadieren das her? Moment. Auf Nummer sich. Wirksam Feuer, okay. Jetzt oder nie. Volle Kraft. Das Spiel ist aus. Nö, ey, hallo. Hier war doch einer, oder? Nicht? Okay. Warte. Elite-Gardist. Zack. Aua! Irgendwelche letzten Worte? So, du machst mal bitte Regena auf Cloud. Okay. Ziemlich schwach. Jawohl. Wir sind hinter uns. Jetzt gebe ich alles. Und tschüss. Weg mit dem. Nicht übertreiben. Es geht los. Jawohl. Okay, Moment. Wen beschwören wir denn mal? Alter, hallo! Jetzt kommt mein Lieblingsteil. So, Freunde.
Meiner auch. Jetzt kommt nämlich Odin. So, Freundchen. Barret, Granate. So. Junge, Junge. Gut, Freunde der Sonne. Das wären erstmal ein paar Schildra-Soldaten gewesen. Dann würde ich sagen, den Tempel der Setra, den gucken wir uns in der nächsten Folge an.